Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher. Wieder ein paar Mutanten, die hier draufgehen wollen, unbedingt. Da können wir doch gerne mithelfen. Oder nachhelfen. Ja, Triss macht sich doch ganz gut hier als Unterstützungszauberer. Triss umgehauen, du Sau. War nicht nett. Gar nicht nett. Ach, wir haben es, glaube ich, aber fast geschafft. Seht, Geralt. Menschen. Ungeheuer. Es ist leicht, sie zu verwechseln. Wie war, Euer Hoheit? Ich muss es wissen, meint ihr nicht? Der Großmeister ist eindeutig verrückt. Nicht einmal ich würde es wagen, so einen Plan zu verfolgen. Wir müssen ihn aufhalten. Herrin, euer Wunsch ist mir Befehl. Ihr habt Stil, eine seltene Eigenschaft. Ich würde gerne an eurer Seite kämpfen. Seht es als eine meiner Launen. Cool, Striege. Oh, das macht mehr Spaß als ein Bankett im neuen Narrakord. Nicht schlecht. Okay, sind alle angekommen? So. Fangen wir doch mal an. Na, ich mach zuerst mal hier die Dings flatt. So, der wäre erledigt. Gut, dass die Striege so viel aushält. Ah, dieses Lähmen. Ich glaube, ich soll doch mal den Trank nehmen, bevor ich nachher gegen den Großmeister kämpfe. Den haben wir ja auch noch da. So. Leg dich doch mal auf den Boden. Danke. Hier trennen sich unsere Wege. Warum? Im Herzen der Vision kontrolliert er alles. Ihr müsst allein weiter. Bis bald, Triss. Ich komme zurück. Viel Glück, Geralt. Da gehe ich von aus. So, wir könnten aber meditieren. Haben wir noch einen Aufstieg gehabt? Scheinbar nicht. Oder? Nee. So, dann will ich mal gucken, welches war der Trank der Ausdauerregeneration Schneesturm. Ich glaube, da haue ich einfach mal alles an Trinken rein, die ich noch da habe, oder? Moment, ich speichere erstmal ab. Zack. So. Dann machen wir uns mal bereit. Schneesturm. Gluck, gluck. Versteckte Gegner brauche ich keine. Genau hier. Gegen Lähmung. Und... ja, ich glaube, wir gehen mal los. Toller Slow Motion. Das bringt schon mal nix. Oder müssen wir vielleicht hier hoch? Ich glaube, wir müssen hier hoch.
begreift ihr jetzt, dass um jeden Preis gehandelt werden muss? Geralt, öffnet die Augen, öffnet euren Geist! Leute wie euch behandelt man im Krankenhaus des heiligen Majoran. Ihr verfolgt mich und beweist damit, dass ich recht habe. Ihr habt euch den Gefahren gestellt, die der Menschheit drohen, und überlebt. Sagte Aldersberg, euer Traum ist ausgeträumt. Geduld. Vielleicht überlegt ihr es euch noch anders. Stellt euch Tausende vor, die eine Eiswüste durchqueren. Könntet ihr sie verteidigen? Ihr und eine Handvoll von Zweifeln geplagter Hexer, so wie Berengar? Unmöglich. Das können nur die großen Brüder, aber sie müssen unterrichtet und geführt werden. Sie brauchen euch. Genug. Lassen wir unsere Schwerter sprechen. Wie zuversichtlich ihr wirkt. Auf euch wartet eine schmerzliche Lektion. Das wollen wir mal sehen. Na du alter Feigling. Er stellt sich immer noch nicht. Obwohl, nee, das ist ja hier Mutanten, also zack. So, lass mich mal gerade hier raus. So, schlage ich mal zurück. Langweilig. Na komm her. Fehlt noch der letzte. Das hat doch ordentlich reingehauen. Ich glaube, er stellt sich jetzt endlich. Wieso kann ich nicht angreifen? Ah, ich kann angreifen. Ich kann ihn aber jetzt irgendwie nicht angreifen. Na, hauen wir den einfach mal platt. Die Viecher machen jetzt nicht allzu viel Schaden. Salamandra sterben. Sie gehören bald der Vergangenheit an. Die Salamandra sind bedeutungslos. Sie waren nur ein Teilchen des Chaos. Das Werkzeug des Mannes, den ihr eben getötet habt. Eure Vergangenheit. Euer Schicksal. Die Gründe für eure Auferstehung. Alles bleibt im Dunkel. Worte, Worte, Worte. Ihr habt sie stets wohl eingesetzt, um Unsicherheit und Angst zu kaschieren. Ich habe einst versprochen, ich würde euch folgen. Das ist alles nur Geschwätz, Geist. Sagt mir, was ihr wollt, oder verschwindet. Besinnt euch eurer Taten, Hexer. Ich stand in eurer Nähe, als ihr in Kaer Morhen eintraft. Ein Omen des Unterganges. Ich sah mit an, wie ihr die Dörfler des Umlands gerichtet und nur Blut und Feuer hinterlassen habt. Ihr habt Raimund den Tod und Shani in Gefahr gebracht, weil ihr nur eure Ziele verfolgtet. Das Chaos folgt euch auf dem Fuß.
Ihr habt Dutzende mit eurem Hexerschwert abgeschlachtet. Ihr habt den Steuertell Gold gegeben und damit neue Massaker geschürt. Ihr habt Vizima dem Chaos überlassen, nur um Zerstörung über Trübwasser zu bringen. Jede eurer Entscheidungen brachte neue Verwüstung. Jede Wahl, die ihr getroffen habt, führte zu noch mehr Bösem. Wie habt ihr euch gefühlt, als eure Elfenfreunde Vizima in Brand steckten und Deune töteten? Hört auf! Leugnet es nicht, Hexer. Ihr seid mein größter Recke. Ein vollkommenes Instrument der Zerstörung. Wohin ihr auch geht, folgen euch Tod und Chaos. Genau wie es schon vor Jahren war. Akzeptiert es! Kämpft nicht dagegen an! Überlasst mir noch einen weiteren Mann, den ihr vernichtet habt. Jacques de Aldersberg gehört mir. Ihr wagt es mir zu trotzen? Ich spüre eure Schwäche, jetzt wo das Leben aus euren Wunden rinnt. Mit jedem Tropfen rückt der Tod näher. Ihr habt keine Chance gegen mich. Ergebt euch mir! Niemals. Das ist etwas zwischen ihm und mir. Ihr wollt ihn doch sowieso töten! Stimmt. Aber aus meinen Gründen. Und die gehen euch nichts an. Geht, solange ihr noch könnt. Geht, bevor es zu spät ist. Ihr wollt gegen mich kämpfen? So sei es. Eure Flucht vor dem Tod endet hier. Zieht euer Schwert! Ich hatte schon befürchtet, ihr würdet Schach vorschlagen. Oder Würfelpoker. Okay. Dann schauen wir mal. Hauen wir dich erstmal um. Oh, wir haben uns zum Glück wieder hochgeheilt. Das finde ich nett. Ah, die wilde Jagd scheinbar. Ist jetzt aber auch kein allzu großes Problem, der Kollege hier. Einfach weil wir problemlos draufhauen können. So, Großmeister. Es ist an der Zeit. Dieses Schwert ist für Ungeheuer gedacht. Ihr seid wach, Geralt. Ich habe mir langsam Sorgen gemacht. Rittersporn. Wo ist der Großmeister? Ein paar Schritte entfernt. Er ist tot. Für einen Moment hatte ich befürchtet, ihr werdet ebenfalls verloren. Es war kein erholsames Schläfchen. War ich lange weg? Nun, ihr habt einiges verpasst. Der Orden wurde zerschlagen und Foltest hat die Herrschaft wieder übernommen. Und Yevin? Vor einer Sekunde war er noch hier. Er hat auf euch aufgepasst, bis ich eingetroffen bin. Dann musste er weg. Foltest wird ihn gehen lassen. Zweifellos. Immerhin haben am Ende die Anderlinge den Ausschlag zu Foltests Gunsten gegeben. Was ist mit euch? Hattet ihr Erfolg? Ja. Ich nehme Jacques das letzte Element ab und schließe dieses Kapitel. Okay. Dann tun wir das doch mal. Nehmt, was euch zusteht, Hexer. Ihr habt es euch verdient. Was hat er denn Schönes? Die Geheimnisse?
und ein Amulett. Etwas endet, was anderes beginnt. Also, habt ihr euch alles zurückgeholt? Wisst ihr, was ich beim Großmeister gefunden habe? Einen Dimeritum-Anhänger. Ist es der, den ihr Alvin gegeben habt? Ich weiß es nicht. Er sieht ähnlich aus, aber älter. Er muss ihn jahrelang unter seiner Rüstung getragen haben. Vielleicht ist er ein Andenken. Möglicherweise hat er damit feindliche Magie abgewehrt. Oder er hatte es bei sich, um angeborene Fähigkeiten zu kontrollieren. Unbarmherzige Visionen. Das werden wir wohl nie erfahren. Es ist auch nicht wichtig. Jacques de Aldersberg, wenn das sein wahrer Name war, ist tot. Ende der Geschichte. Was jetzt, Geralt? Was meint ihr? Kommt schon. Ihr habt das Gestohlene wiederbeschafft und die bestraft, die euch verletzt haben. Ihr habt politische Spielchen gespielt und Verschwörungen aufgedeckt. Ihr habt geliebt, ihr habt getötet. Ihr habt einen langen Weg hinter euch, Geralt. Was gedenkt ihr jetzt zu tun? Witcher 2 spielen. Gleich, später, was auch immer. Nö, schauen wir mal. Erst jetzt spüre ich, dass mein neues Leben anfängt. Neugeboren, in Blut und Feuer getauft. Eine neue Ballade? Zu pompös für meinen Geschmack, Rittersporn. Seht euch um. Das Leben ist einfach, unvorhersehbar und schön. Das ist neu. Ihr seid aus der Unterwelt zurückgekehrt und in ein riesiges Chaos hineingeraten. Ihr habt euch Bestien und üblen Dreckskerlen gestellt, die euch ans Leder wollten. Und da sagt ihr mir, das Leben sei schön? Ihr übertreibt ein bisschen. Etwas endet, etwas anderes beginnt. Ich nehme die letzten geraubten Geheimnisse, atme tief durch und ziehe weiter. Was soll ich noch sagen? Viel Glück, Hexer. Die blutigen Kämpfe offenbarten das ganze Ausmaß von Jacques de Aldersbergs Wahn. Das Volk traute den Rittern des Ordens nicht mehr und behandelte sie wie Feinde. Foltest nutzte dies und schränkte den Einfluss des Ordens ein. Er verzieh den Anderlingen ihren Aufstand, da sie ihm halfen, die Rebellion des Ordens niederzuschlagen. Doch die Barmherzigkeit des Königs war kurzlebig und sie konnte Misstrauen und Hass nicht völlig auslöschen. Schon bald machten neue Einheiten der Scoia'tael die Wälder. Yevins Ruhm als Bezwinger des Ordens trieb den Scoia'tael noch mehr junge Elfen in die Arme. Die Zauberinnen konnten keinen Einfluss bei Foltest gewinnen. Das Chaos des Krieges brachte nur Leid. Mit der Zeit normalisierte sich alles wieder. Sowohl Rechtschaffene als auch Verbrecher überlebten. Nur wenige wussten, was in jenen Tagen in Vysima wirklich geschehen war. Das waren jene, die das Schicksal mit Geralt von Riva zusammengeführt hatte. Doch sie beschlossen zu schweigen. Und was geschah mit dem Hexer? Das ist wieder eine andere Geschichte. Temerien und Redanien sind Verbündete. Daran habt ihr nicht wenig Anteil. Nehmt einen prallen Beutel Gold für eure Mühen. Euer Hoheit, Meister, lebt wohl. Thank you.
basiert auf den Romanen von Geschichten von, ja, zu spät. So, die Credits sind da. Und ich weiß gar nicht, war das jetzt Radovic am Schluss? Könnte ich mir vorstellen. Ja, es war ein sehr, sehr schönes Spiel, ein sehr episches Spiel. Und was ich auch schon am Anfang gesagt hatte, was mir mal ganz gut gefallen hat, war die Tatsache, dass es halt nicht dieses typische heile Welt-Fantasy-Gedöns ist, sondern halt wirklich dieses eine dunkle Welt, eine schmutzige Welt voller Rassismus, Intrigen, Inzest. Also erfrischend anders, würde ich sagen. Okay, was gibt's zu dem Spiel zu sagen sonst? Also ich habe eigentlich nicht wirklich viel Negatives. Ich muss sagen, ich kam angenehm gut durch. Also das war, der leichte Schwierigkeitsgrad war wirklich leicht. Ich bin, wie gesagt, am Anfang ein paar Mal gestorben und dann beim Kampf gegen die Kikimoren-Königin. Sonst war es allenfalls mal knapp. Aber ich muss sagen, ich fand es angenehm. Ich konnte mich dann aufs Kommentieren und die Story konzentrieren und hab nicht allzu lang gebraucht. Also nicht unnötig lang, sagen wir es mal so. Grafisch sehr, sehr schön, auch heute noch. Das hat jetzt auch schon seine 8, 9 Jahre, glaube ich. Von 2007 ist seiner. Das sind jetzt, glaube ich, 8 Jahre, die es auf dem Buckel hat, das Spiel. Und ja, die Story fand ich gut. Auch interessant, dass halt die Auswirkungen erst später im Spiel teilweise sich bemerkbar gemacht haben. Und es hat echt Spaß gemacht zu spielen und ich bin jetzt auch echt mal auf den zweiten Teil gespannt. Wie gesagt, ich habe von der Witcher selber noch gar nichts gespielt. Und daher schauen wir mal, wie es dann morgen im zweiten Teil aussieht. Der startet dann natürlich direkt im Anschluss. Und ja, erstmal vielen Dank nochmal besonders an Roger für die ganzen hilfreichen Tipps, die du während der ganzen Zeit gegeben hast. Hat mich sehr gefreut, hat mich auch hat auch auf jeden Fall sehr geholfen. Und auch an alle anderen, die sonst noch zugeschaut haben und eventuell noch Kommentare im Nachhinein geschrieben haben oder schreiben. Freue ich mich ja immer, wenn da ein paar Kommentare drunter stehen. Und wenn es halt teilweise dann auch solche Romane werden, bin ich da immer sehr froh zu sehen, dass das Spaß macht, das Angucken, dass es euch ein wenig Freude und ein wenig Ablenkung oder zumindest Unterhaltung bietet. Dafür mache ich den ganzen Spaß ja dann auch noch. Also ehrlich gesagt ja, hauptsächlich um mal Spiele durchzuspielen. Das ist halt bei mir nach wie vor der Hauptgrund. Und wenn es Spaß macht zum Zugucken, freut mich das natürlich dann umso mehr. Gut, ich denke, das wären meine Gedanken zum Spiel. Es hat Spaß gemacht, es hat mich echt in die Welt reingezogen. Also die Aufträge waren schön kurzweilig, waren auch jetzt nicht so viele Sammelquests, die mit dabei waren. Aber auch die konnte man nebenbei noch ganz gut machen. Ich denke, ich habe das meiste mitgenommen, was ich konnte. Habe auch die meisten Frauen flachgelegt, die möglich waren. Ja, ich habe mal geguckt. Ich glaube, eins hätte ich noch haben können. Ich bin froh, wie es gelaufen ist. Ich denke, ich habe es so präsentiert und so durchgespielt, wie ich Spaß dran hatte. Und dann lasse ich euch jetzt mal mit den Credits dann doch alleine. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Könnt euch ja natürlich gerne auf dem Kanal noch umschauen, was sonst noch so an Projekten da rumwuselt. Und ja, ich glaube, die Credits sind sogar jetzt auch gerade vorbei. Jupp. Wieder mal geschafft, die Credits durchzuquatschen, obwohl die verhältnismäßig kurz waren. Und wir sind wieder im Startbildschirm. Ja, dann verabschiede ich mich von euch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Projekt. Eventuell dann morgen bei Witcher 2. Bis dahin. Ciao, ciao.